Ja, und damit herzlich willkommen, liebe Freunde, zu einer neuen Folge Let's Play World of Warcraft. Und endlich, wir sind in Nordend. Richtig geil. Was habe ich denn da jetzt für eine Quest schon wieder? Das wollte ich jetzt mal kurz mal abchecken, bevor wir uns dann jetzt hier gleich aufmachen. Ah ja, tatsächlich. Hoffentlich ist das wichtig. Mortus Softs, Pions. Wir könnten genauso gut ein Schild aufstellen, das den Neruba eine freie Mahlzeit verspricht. Seht, das Problem mit Peons ist, dass sie erstens dumm wie Brot sind und sie zweitens schwächer sind als ein aussätziger Gnom. Kein Wunder, dass die Geiße sich sie als erster verknüpft. Das versetzt mich in eine relativ prekäre Lage. Ohne Peons kommt die Arbeit zum Erliegen. Keine Peons, kein Bau. Findet und befreit meine Peons und Tote, falls sie am Leben sind. Solltet ihr sie im Großfelsbruch im Netze eingesponnen finden? Na klar. Sieg für Sylvanas. So, also noch fünf coole Peons hier befreien. Machen wir doch glatt. So, wir dürfen da unten ein bisschen schlachten und Sachen sammeln. Ah ja, wir haben ja hier gut zu tun. Und das Schöne ist, hier gibt es jetzt mal diese ganzen Kisten schon mal. Wo ist mein Leerwandler? Ist der blöde? Dieser Ort gefällt mir nicht. Warte doch mal ab, das wird noch schöner. Das ist aber versprochen. Wo ist deine Aggro? Ich glaube ja. Er backt da so ein bisschen runter. Beschütz mich! Tu irgendwas! Ah, für aushalten können wir nicht, ne? Oh, das waren schon mal zwei. Geil. Und ich habe, glaube ich, noch irgendeinen gezogen. Nee, ist nicht meiner. Den muss ich nicht befreien. Da sind auf jeden Fall schon mal so eine Netze, von denen wir gerade gehört haben, wo diese Peons drin sein können. Ich glaube, die sind nicht immer drin. Kann ich mir zumindest nicht vorstellen. Ich habe daraus gelernt, so aus eingesponnenen Sachen. Der war leer. Oder habe ich jetzt versehentlich den Peon umgenietet? Kann ja auch passieren mal. Kollateralschaden. Kommt vor. So. Der spuckt da den einen an. Ich habe hier noch so ein paar Fliegende. Ich suche aber eigentlich eher gerade erstmal so die anderen Sachen, weil das Töten ist gemacht, kommt nebenbei. Ist ganz schön was los. Hat der Garrosh ganz schön gepennt, als er das hier gemacht hat, wa? Ich glaube, wir gehen mal runter. Auf! Hi. Naja, ich weiß, du willst mit mir spielen und ich spiele mit dir. Bam! Voll eine Reise Brezel. Hier war da noch was. Können wir dich auch mit ein so ein Ding kalt? Wieder kein Peon drin. Ja, langsam ein bisschen mysteriös, wa? Man muss sich die anders aufmachen. Irgendwie. Eigentlich ballert man die auf. Das ist den Peon, da versuche ich immer drin Kille. Nicht, dass es mir jetzt irgendwie leid tut, aber irgendwie erfülle ich damit halt nicht meine Quest, ne? Geht aber echt ganz lange ab, das. Bei der Alikris ist das einfach ein bisschen humaner. So, wo sind denn hier besonders viele Sachen zum Sammeln? Da vorne. Und der will mich. Und ich muss da hier noch irgendwas wegbomben, ne? Ich muss mir die Munitionsvorräte holen, bevor wir bomben können. Oh, da haben wir mal einen großen. Ja, aber genau so denke ich auch sehr viel seine. So, darf ich jetzt hier mal in Ruhe? Machen wir mal Human auf. War jetzt einer drin? Natürlich nicht. Also irgendwie, weiß nicht, ist das komisch. Das ist zu weit entfernt. So, dann machen wir mal hier. Jetzt aber.
Komm, den Baller mal richtig. Da sind keine Peons drin. Die verarschen mich doch. Oder muss ich die an einer anderen Stelle suchen? Kann ja auch sein, weiß man ja nicht. Aber eigentlich sollten die da drin sein, oder? Opfer der Neruba. Peon und des Kriegshimmelclans befreit. Verarsch mich nicht. Kommt raus da jetzt! Kann nur sein, dass wir die Bahnhof machen müssen. Das kann passen. Kann sein, das kann sein. Dass das hier gar nicht der Bereich dafür ist. Aber eigentlich. Ich meine. Das war schon andere Mann. Ich muss warten. Naja, ich muss jetzt schon irgendwie finden, dass die Dinger mal kosten öffnen sich, das ist ja. Den haben wir davon ja schon. Also die Europaplätten wird auf jeden Fall schneller. No Peon. Doch! Da war einer drin, aber es ist kein Peon. Hab ich hier schon einen in der Backe? Ich wollte einen Peon! Gibt's ja wohl nicht. Peon. Erzählt mir da jetzt irgendwas? Ich bin ein Peon, 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 Peon. Müssen es bestimmte sein oder so? Sind wir jetzt auch noch wählerisch, ja? Also wo die Neruba die Peons werden ganz in Goldnetze gesponnen. Das kann ich weiß. Ja, ich müsste ihn aber auch noch ankraxeln können. Wie könnt ihr denn nicht alle vorher killen? Das ist jetzt das Problem, dass ich jetzt nur so einen Mann an der Backe habe. Da war einer drin. Nö. So, den habe ich angedingst. Jetzt könnt ihr von mir so raufhauen. Mach den Platz, kann ich ziehen. Jawohl. Ich arbeite nicht mehr selbst. Ich lasse arbeiten. Scheiße, den wollte ich mir jetzt nicht mit dem Boden reinhauen. Eigentlich eher den Neruba da. Und da kommt noch ein Fliegefühl. Den hat der Alter in der Backe. Okay, von dem kriege ich auch keine Ahnung mehr. Jetzt habe ich noch einen Typen hier, sag mal. Habe ich fast meine eigene Garnison komplett oder was? So, die Munition haben wir schon mal fertig. Jetzt müssen wir nur noch. Oh, 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 lasst mich! Als Caster hat man es echt nicht leicht. Scheiß Castzeit. Gibt's ja aber nicht. Wo kommt das? Was habe ich denn hier alles? Jetzt möchte ich trotzdem mal einen Peon haben. Ist die Alte jetzt mal weg? Nein. Zweiter Peon. Jawohl. Jawohl. Und da steht auch noch einer. Hoffentlich. Okay, er ist weg. Dreiter. Sag ich doch. Aha, alles ein Gefühl und so, ne? Hab ich schon das Gefühl für. So, und da oben. Na, bitte. Läuft doch. Hab ich einen Bug oder sowas vorher? Muss ich erst die eine Quest blenden, damit ich die andere machen kann? Oder? Verstehe ich nicht. So, Peon, Peon, Peon. Ja. Fertig. Und nur noch zwei von den Lappen da. Und dann haben wir die Quest auch fertig. So, aber lasst mich den bitte erst anhauen. Danke. Jetzt könnt ihr von mir aus drauf prügeln. Jetzt wird er nicht mitspielen oder was? Was ist das für ein Scheiß? Was stehen wir hier? Ein bisschen wählerisch sind sie schon, wa? Oh, oh. Okay, habt ihr was anderes zum Spiel gefunden? So, wir sind aber fertig, dann machen wir mal ab, wa? Quest abgeben! Yeah! Ey, Affe, ich hab deine Peons befreit. Jetzt kannst du hier mal weitermachen, ne? Was jetzt? Die meisten von ihnen haben es zurückgeschafft. Zumindest diejenigen, die klug genug waren, um zu wissen, dass wir uns in dem gigantischen Stein- und Stahlgebäude befinden. Abgesehen davon habt ihr gute Arbeit geleistet. Habe gehört, dass ihr mehr als ein Dutzend von ihnen daraus geholt habt. Oh ja, wie soll ich sagen, ihr seid hier in der Feste in aller Munde. Wie immer. Tschüss. Okay, kann ich sowieso nicht anlegen. So. So.
Crawl Hall. Uns rennt die Zeit davon, Hexenmeisterin. Wenn meine Berechnungen stimmen, was sie oft nicht tun, dann werdet ihr ungefähr 10 bis 20 Ziphyritiefenladungen benötigen. Ach, und ihr werdet die Süßen in ihren Schlundlöchern platzieren. Na klar. Norden, Süden, Osten und Westen, dort liegen die Orte, um die ihr euch Sorgen machen solltet. Diese Festung, die sich mitten in der Großfelsbruch befindet, ist von 4 ideal gelegenen Schlundlöchern der Neruba umringt. Hallgott reicht euch ein Bündel. Geht sehr vorsichtig mit diesem Paket um, Shadow Warlock. Ein falscher Handgriff und ihr seid Hundefutter. In dem Bündel befinden sich Ziphyrium-Springsätze. Begebt euch zu jedem der Schlundlöcher der Neruba und platziert eine Ladung in der Mitte. Wenn alles gut geht, werden die Tunnel einstürzen. Super. Okay. Nehmen wir an, wa? Klar. Vorwärts zum Sieg. Vorwärts zum Sieg. So, und du? Zock, zock. Ihr habt ihren Vormarsch gebremst, doch bestimmt werden sie sich noch nicht für einen vielen Kampf anschließen. Konntet ihr irgendwelche von den Eiersäcken finden, als ihr im Steinbruch wart? Die Luftaufklärung des Steinbruchs berichtet, dass die Neruba ihre Eier auf den Gerüsten, welche die Basis umgeben, verstauen. Kluge Biester sind das. Sie bewahren ihre Eier an trockenen, hochgelegenen Plätzen abseits vom Brennpunkt des Konflikts. Ihr werdet wieder dorthin gehen und ihre Eier ausfindig machen müssen. Findet sie, zerschmettert und zerschlagt sie. Jeder Eiersack, den ihr zerstört, bedeutet, dass sich 20 Neruba weniger an unseren Leichen gütlich tun. Siehet in Ehre! Und da ist noch einer, der eine Quest hat. Raus mit der Sprache. Wir sind auf Befehl von Varimataras hier. Die Mission der Schattenpirscher ist einfach. Spionieren, nur spionieren und ein kleiner Meuchelmord an Rande. Einer meiner besten Agenten wird vermisst. Ich habe schon seit Tagen nichts mehr von ihm gehört, weshalb ich das Schlimmste befürchte. Und ich meine nicht den Tod, sein Tod wäre ideal. Ich befürchte, dass er uns hintergeht, vielleicht sogar zum Verräter wurde. Sein letzter bekannter Aufenthaltsort ist der nördlich gelegene Großfelsbruch. Er war im Begriff, sensible Informationen über die Neruba zu sammeln. Findet ihn. Am besten tot. Okay. Die dunkle Fürstin schütze euch. Lasst ihr mich hier wieder raus. Ich komme nicht raus, ich bin zu fett. Jo, eine ganze Menge Quests. Kaum Zeit. Aber kriegen wir hin. Da ist schon mal ein so ein Dings. Das werden wir jetzt mal alles hier hochjagen. Können wir das jetzt direkt vom Reittier aus machen. Das reicht nicht. Achso. Na klar. Du schon. Nein. So, das mit den Eiern, die Dinger habe ich schon gesehen. Die hängen hier tatsächlich immer unter. Da. Mann! Alter, ich wollte gerade aufmounten, du Scheißvieh. Was ist los mit dir? Vielleicht geflüchtet? Mann, Mann, Mann. So, Eier, Eier, Eier. Wir brauchen Eier. Das sind die Dinger hier oben, nämlich. So, da ist so eine Brutmutter. Die muss ich sicher nehmen. Auch kaputt. So, dann können wir jetzt hier ein paar Eier zerstören. Plätsch. Muss man aufpassen, ob da nicht so Mini-Neruba rauskommen, die man wieder nicht abschütteln darf. Ja, du bist aber ziemlich fetter. So was kommt da raus. Ist ja ekelhaft. So. Da müssen wir den echt zerstören. So. Du darfst nur Schütteln leisten. Shadow Warlock. Wollte einfach mal nicht die gute. Hat heute nicht den besten Tag. So, das war das dritte Ei. Oh, da kommt einer. Wo kommt der denn jetzt her? Ist das ein Scherz oder so? Ich hätte nicht mal angesehen. Machst du den? Ah, jetzt krieg ich ihn. Ja, ein bisschen vor sich hingepackt. Okay, die beschützt nur ein Ei. Ich will eigentlich mehr eher so suchen, wo es sich lohnt, Eier zu zerkloppen. Außerdem haben wir hier gleich noch den nächsten Bau. Den wollen wir auch mal. Boah, wenn das keine krasse Aktion war.
Ich muss ein bisschen warten. Nicht, dass ich außer Range bin und mir der nicht gut geschrieben wird. Super. So, Eier. Wir brauchen Eier, Eier. Hier oben sind genug Eier. Nehmen wir doch die. Ohne, dass jemand aufpasst. Außer die da. Wird mal schnell weggespringt. Wie das. Warum können wir so eine Bombe eigentlich nicht immer haben? Die können wir fast gar nicht sehen. Ja, aber klar, da kommt man so scheiße raus. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. So, okay, weiter geht's. Wir haben noch zwei vor uns. Zwei Sprengladungen. Ach, das geht einmal rundherum hier, ey. Ist ja hart. Fliegen wir einfach mal zur nächsten. Und ich glaube, da ist der Spion. Und er ist tot. Na, abmounten. Das ist ein Kumpel. Da. Ah, der sieht ganz gut drin. Wohin des Weges, mein Freund? Ja, komm, du willst mich bestimmt auch angreifen. Nee, bisschen nerven die mir rüber, ja. Kann man mal ehrlich sagen, hier, ne? Hallo, vier Toter geht's wohl kaum. Seltsamerweise haben die Neruba die Leiche nicht verschlungen. Nach genauer Untersuchung seht ihr, dass Luther seinen Tod selbst herbeigeführt hat. Mit tödlichem Gift. Klug, Neruba werden sich nicht in der Nähe dieser vergifteten Leiche wagen. Ihr bemerkt, dass Luther ein Tagebuch in den Händen hält. Ihr blättert durch die Seiten des Buches und sucht nach allem, was von Interesse sein könnte. Auf der letzten Seite stolpert ihr über mehrere Einträge hektischer Gekritzels. Necrolords habe mindestens ein Dutzend gezählt. Höfe im Westen sind eine Art Brutstätte der Geißel. Unzählige Opfer. Denke, die haben es auf mich abgesehen. Habe mich auf zur Feste gemacht. Lebend bekommen die mich nicht. Schreckensgift, Hermotoxin. Die werden eine Überraschung erleben, wenn sie mich beißen. Bringt dieses Schreiben zu Barthus. Alles klar. Da ist ja noch was. Okay, das wird der Questgeber oben auf den Dings sein. So, dann werden wir mal noch... Wir müssen noch Eier machen. Hier ist zum Beispiel das. Unbewacht. Unbewacht sind sie mir am liebsten. Gott, die Faulheit. Ja, den darfst du machen. Dafür bezahle ich dich ja schließlich. Da ist noch was. Mach was. Hast du den mal bald platt? Dauert ja ewig. So, kein Käfer drin. Schön. So. Oder ist hier die Quest? Nee, die ist oben, ne? Muss ja. Okay, dann mal weiter zu der letzten Station und da sprengen wir auch nochmal ein Loch rein. Ja, komplett. Du stehst da auf einer Scheiße. Ich stand selber scheiße. Aber ich habe einen coolen Platz erwischt zum Reinhauen. Ja! So. Und da haben wir die Folge auch schon wieder fast rum. Krasser Scheiß. Also jetzt, die Zeit vergeht manchmal viel zu schnell. Leider. Aber wir sind ja gerade mal im Nordend angekommen. Da kommen ja noch jede Menge Sachen zu tun. Und irgendwas ist im Hintergrund aufgeploppt. Ich weiß noch nicht was. Lockta. Das wird sie aufhalten. Zumindest denke ich, dass es das wird. Wie dem auch sei. Ich habe euren Teil ihr habt euren Teil erledigt. Und das ist alles, was sich ein Ork wünschen kann. Oder nicht? So, was kriegen wir denn schönes? Scheiße, scheiße, scheiße. Seid sicher. So, dann mal da rein. Hi. Was braucht ihr? Trotz unserer Bemühungen kommen immer mehr. So kann das nicht weitergehen, Shadow Warlock. So, es gibt einen... können wir ja... Ist irgendwie ein bisschen doof, dass wir hier nichts machen können. Anlegen und so, ne? Ihr seid schön hart, Shadow Warlock. Ich denke, dass eure Talente woanders besser aufgehoben wären. Ich spreche von der Wurzel des ganzen verdammten Problems. Rasko deutet in Richtung Westen. Dort befinden sich tausende Diener der Geister, mindestens zwei schwebende Todesmaschinen und wer weiß was sonst noch. Aber ihr werdet es herausfinden, um euch darum kümmern. Das ist richtig, ihr werdet der Armee der Geister, die gerade dabei ist, unsere Tür einzutreten, die Hölle heiß machen.
Geht zur Spitze der Kriegshelmenfeste und meldet euch bei Windreitmeister Torbor. Er wird euch erwarten. Na klar. Vorwärts! Natürlich zum Sieg! So. Hallo. Ist er tot? Bartos schlägt die letzte Seite des Tagebuchs auf und fängt an zu lesen. Das sind sehr schlechte Neuigkeiten. Höllschrei muss umgehend davon erfahren. Bartos reißt die letzte Seite heraus und rollt sie zusammen. Bringt dies zur Höllschrei. In der Zwischenzeit werde ich eine Gruppe ausschicken, die Höfe auskundschaften soll. Ihr müsst Höllschrei auf jeden Fall davon unterrichten, dass wir Verstärkung benötigen werden. Fürchtet die Lebenden. Und da haben wir noch eine... Achso, das ist der Höllschrei da drin. Gell? Der läuft ein bisschen. Oh, Wandertag heute. Okay, Freunde. An dieser Stelle machen wir aber jetzt Schluss. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bye, bye.